SWR 4 Baden-Württemberg. Alles, was wichtig ist. Zwischen Bruchsal und Bühl, Karlsruhe und Pforzheim. Jetzt zusammengefasst in 15 Minuten im Baden-Radio Podcast. Heute vor 65 Jahren, kurz vor Kriegsende, wurde Bruchsal bombardiert. Fast 50.000 Bomben wurden über der Stadt abgeworfen. Rund 1.000 Menschen kamen bei dem Angriff ums Leben. 80% der Innenstadt wurden zerstört. Heute, zum Jahrestag, wurde zum ersten Mal ein Dokumentarfilm über die Bombardierung gezeigt. Ein Film über den schwärzesten Tag in der neueren Geschichte Bruchsals. Winnie Bartsch ist in Bruchsal, hat die Vorführung verfolgt. Wie groß war denn das Interesse? Das Interesse war riesengroß, das kann man jetzt schon sagen, während gerade wieder eine Vorführung läuft. Zwei Kinosäle in Bruchsal, beide bis auf den letzten Platz belegt. Das Interesse war und ist riesengroß. Und 55 Minuten lang hörte man fast keinen Mucks im Kino, höchstens mal zustimmendes Gemurmel nach dem Motto, ja, genau so war's. Das Publikum nach dem Film beeindruckt. Sehr nachdenklich, wir haben es ja miterlebt, noch als Kinder. Es ist wieder viel hochgekommen, muss ich sagen. Viele Erinnerungen, viele schlimme Erinnerungen. Beeindruckend, sehr beeindruckend. Aber ich war 7 Jahre alt und wir haben von der Scheibe aus die Stuttgarts gesehen oder die Flugzeuge, wie sie Bomben abgeschmissen haben über Brüssel. Also ich habe es erlebt als 6-Jähriger und habe das in ganzen Publikationen, die ganzen Jahre in Bruchsal veröffentlicht wurden, gelesen. Ja, kann aber mal so plastisch alles noch mal sehen, zusammengeballt. Das war das Beeindruckende heute. Ich war damals 6 Jahre alt. Ich habe das in der Dörlacher Straße miterlebt. Erlebt man alles noch mal mit. Ich habe Gänsehaut hin und vorne gehabt. Siegfried Schlegel, heute 76 Jahre, erlebte das Inferno in Bruchsal als 11-jähriger Junge. Als er gefragt wurde, ob er an diesem Film mitmachen würde als Zeitzeuge, hat er da gezögert. Eigentlich nicht. Es ist ja für die Nachkommenschaft von uns. Da sollte man ruhig dokumentieren, was man noch weiß. Weil ich mache selbst Heimatkunden, stelle immer wieder fest, dass die, wo noch was wissen, ruckzuck weg sind, ja, und dann fehlt wieder jemand, ein Glied in der Kette, wo man eigentlich braucht für Dokumentation, ja. Auch er hat heute den Film zum ersten Mal komplett gesehen. Sein Eindruck. Ja, das ist schon bedrückend, vor allem, weil ich kann mich halt genau zurückversetzen in die Lage, wie es war, wenn man verschüttet war und nach viele Stunden rausgekommen ist und dann das ganze Inferno drumherum, nicht? Und das ist also so, das kommt immer wieder hoch. Rund 1000 Menschen fanden am 1. März 1945 den Tod in Bruchsal. Ihre Namen wurden am Ende des Films im Abspann gezeigt. Niemand hat sich geregt in dieser Zeit. Es war mucksmäuschenstill. Das hat mich auch gewundert. Ich habe auch gedacht, Mensch, guck, die bleiben alle jetzt sogar. Die warten alle, niemand ist aufgestanden. Das war also schon erhaben, dass man dann die ganze Dokumentation, hat mich gewundert, dass die alle Namen gehabt haben da. Das Ganze ging über 9 Minuten. Die Namensliste der Toten am Ende. Für Regisseur Dirk Weiler war das ein Experiment. Ich glaube, es ist uns geglückt. Viele Leute haben mir gesagt, das fanden sie gerade als Ende sehr berührend. Und damit war das unser Punkt, der noch ein bisschen auf der Kippe stand. Und da sind wir wirklich glücklich drüber. Die Filmdokumentation heute über den Luftangriff in Bruchsal haben zugegeben überwiegend ältere Menschen besucht, Menschen, die das Leid unmittelbar miterlebt haben. Aber es gab auch einige wenige junge Menschen und die haben den Besuch nicht bereut. Es ist ja auch meine Geschichte. Also meine Eltern waren beide beteiligt dann wieder im Aufbau und haben da auch schon viel erzählt vom Schloss, wie das dann wieder aufgebaut wurde. Ja, und ich bin Teil, der jetzt lebt, aber ich trage auch dazu bei, diese Geschichte weiter zu erzählen und es interessiert mich auch, was bei uns hier passiert ist. Der Film wird anschließend in den Bruchsaler Schulen gezeigt. Erfreulicherweise gibt es dazu schon über 700 Anmeldungen. Live aus Bruchsal war das, Winnie Bartsch hier in Baden-Radio. Und wenn Sie Interesse haben an diesem Film über die Bombardierung der Stadt vor 65 Jahren,